Ich heiße Nevin. Kenn ich Sie? Nein, ich bin neu hier. Junge Frau, Sie müssen hier aussteigen. Was ist denn passiert? Haben Sie Schmerzen, Frau Joschkun? Nein, Entschuldigung, mir geht es nicht so gut. Was ist denn? Mein Kopf tut weh und mir ist heiß. Sind Sie krank? Sie sollten zum Arzt gehen. Nein. Ich kenne eine nette Ärztin gleich um die Ecke. Nein, es geht schon. Was heißt ja, es geht schon? Ich will nicht noch mehr Marmeladengläser verlieren. Seit wann haben Sie denn Beschwerden? Verstehe. Ich würde vorschlagen, dann machen wir einen Termin am Freitag um 12 Uhr. Passt Ihnen das? Ja, wunderbar. Gut, danke schön. Wiederhören. Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie einen Termin? Nein. Ich habe vor einer halben Stunde angerufen. Ach, dann sind Sie bestimmt Frau Joschkun, richtig? Mhm. Haben Sie die Versichertenkarte dabei? Danke. Und 10 Euro bitte. Zehn Euro? Das ist die Praxisgebühr. Die zahlen Sie nur einmal alle 3 Monate. Ach. Dankeschön. So. Die Quittung und Ihre Karte. Sie können sich dort setzen. Wir rufen Sie dann auf. Danke. Guten Tag. Hallo. Oh. Ja? Hallo, Chef. Nein, ich muss warten. Es sind viele Leute hier. Eine Krankmeldung? Krankmeldung? Herr Müller, bitte? Ja, oh. Okay, ich Entschuldigung? Weiß nicht so. Entschuldigung? Könnten Sie bitte draußen telefonieren? Dankeschön. Ich muss aufhören. Ja, okay. Danke. Tschüss. Entschuldigung, warum darf sie zuerst zum Arzt? Ja, wahrscheinlich Privatpatientin.
Privatpatientin. Danke. Guten Tag, Frau George Kuhn. Guten Tag. Nehmen Sie Platz, bitte. Danke. Wie kann ich Ihnen helfen? Mir ist heiß. Und ich habe Kopfschmerzen. Haben Sie auch Gliederschmerzen? Tun Ihnen auch die Arme und die Beine weh? Mhm. Ich möchte Sie gerne untersuchen. Setzen Sie sich bitte auf die Liege dort hinten. Machen Sie mal den Mund weit auf und sagen A. Ah. A. Es schaut nicht so gut aus. Dann werde ich noch Ihre Lunge abhören. Können Sie sich mal mit dem Rücken zu mir stellen, bitte? Mit dem Rücken zu mir. Und mit offenem Mund tief ein- und ausatmen. Dann möchte ich gern noch Fieber messen im Ohr. Das ist leichtes Fieber. Sie haben einen grippalen Infekt. Was ist das? Es ist eine starke Erkältung. Sie brauchen Ruhe und müssen ein paar Tage im Bett bleiben. Ich schreibe Sie krank. Brauche ich Medizin? Medizin? Ja, Sie bekommen von mir etwas gegen die Halsschmerzen und gegen die Gliederschmerzen. Die Medizin bekommen Sie mit einem Rezept in der Apotheke. Danke. Dieses Medikament ist für den Hals. Das müssen Sie selber bezahlen. Mhm. Und das sind die Schmerztabletten. Die bezahlt die Krankenkasse. Mhm. Die Bescheinigung für die Arbeit bekommen Sie gleich von meiner Assistentin. Viel schlafen, viel Tee trinken, viele Vitamine und ich wünsche Ihnen gute Besserung. Wiederschauen. Auf Wiedersehen. So, das ist die Krankmeldung für Ihren Arbeitgeber. Gute Besserung. Danke. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.